Ja, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play SimCity, bei einer neuen Aufnahme. So, wir können das endlich wieder spielen. Da habe ich ja schon tagelang drauf gewartet. Entweder war ja der Server wieder... Naja, ihr kennt das ja. Aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich wieder spielen können. Da habe ich ja schon lange drauf gewartet. So. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Naja, wir sind ja warten gewohnt, also. Das dauerte ja wieder erstmal ein paar Minütchen, bis die große Datei runtergeladen war und, ja, ach, keine Ahnung, naja. Was sich dahinter verbirgt, das frage ich mich ja auch immer wieder. Oh, da stand eben ein Tipp. Den habe ich mir gar nicht durchgelesen. Na? Streiche Ziegen, also weit sind wir ja noch nie gekommen. Setzt Einheiten zusammen. Wir sind ja immer nur bis drei Blamas gekommen, aber... Und nicht, dass das jetzt streikt. Das wäre schlecht. Hauptstraßen mittlerer Dichte sind eine gute Verbindungsoption für die Region, weil sie später noch ausgebaut werden können. Denke ich mal. Luftverschmutzung auf dem Vormarsch. Ja, genau. Wasserversorgung durch Grünfels. Mitte. Kommt doch als nächstes, oder nicht? Das kommt bestimmt gleich. Machen wir mal Zeitraffer hier. Oh, hier haben wir viel Geld. Was wird gebraucht? Industriegebiet. Sollen die erstmal die benötigten hier oder die vorhandenen Plätze besetzen? Nicht immer neue. Was ist denn hier beim Bahnhof so los allgemein? Wasserversorgung, genau jetzt kommt das. Wasserversorgung, Stromversorgung. Ja, das weiß ich doch. Aber danke, Spiel, dass du mir das immer wieder erzählst. Stromversorgung. Ja, weiß ich. Hab ich selber so gemacht. Hier kommt kein Mensch. Warum wollen die da nicht hier hinkommen? Na gut. Ich würde mal sagen, wir wechseln auch mal wieder. Ach nee, das war verkehrt. Nein, nicht rausgehen. Oh, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Aus besagten Gründen. So, genau, so war das. Ihr Kraftwerk erzeugt nicht genug Energie. Fügen Sie ein Modul hinzu, anstatt ein komplettes zusätzliches Kraftwerk aufzustellen. Das haben wir schon gemacht mit unserem Windkraftwerk, genau. Ich wollte gerade Solarkraftwerk sagen, aber das wäre falsch gewesen. Halten Sie im Kreisbogenmodus beim Verlegen von Straßen. Punkt, Punkt, Punkt. Gedrückt. Was haben wir denn hier? Eine schöne Stadt. Und das ist... Achso, direkt zusammengebaut hier. Gehört das so? Ah ja. Modemeile Abel. Ah ja. Ja, mal hier auf richtige Geschwindigkeit. Achso, das ist das, ist aber das andere, ne? Das ist so hellgrün. Ja, das wird im anderen, in dem Gewerbegebiet da, was, oder in dem Industriegebiet, was wir erschaffen haben, wird das verlangt. Aber da wollten wir ja eigentlich keine Einwohner. Ich muss das dann bald wohl doch machen. Weil anscheinend läuft das doch nicht so. Oh, Industriegebiet. Ja, aber wieso ist da so eine Nachfrage? Ich weiß eh, ich habe hier nichts, aber warum können die denn nicht darüber gehen? Oh, was ist das? Achso, das ist ja... Habe ich selbst dahingestellt, ich weiß. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen her. Arbeiterpendel zu betrieben im Grünfels Ost. Achso, oha, hier ist aber... heftiger Stau. Gehen wir auf Straßen. Was geht eigentlich? Hier ist schlimm, ja. Hier ist blöde. Zeigt er mir. Sind echt nur die. Die anderen Straßen sind gar nicht überlastet? Da fährt kaum einer. Achso, ja gut, jetzt in der Nacht wahrscheinlich, ne? Liegt wahrscheinlich daran. Einwohner werden wir ja wohl gar nicht mehr gebraucht.
Ja, von der mittleren Einkommensschicht. Die können wir uns ja, die haben wir ja hier auch ordentlich, ne? Da können wir ja, wenn wir hier noch einen Park bauen, können wir die ja mit erzeugen. Einfach mal. Oder hier gleich so ein Blazer. Gleich mal ein paar reiche Typen. Ja, so. Da können wir doch gleich mal ein bisschen Veränderung reinbringen hier. Na? Da? Ach, da ist schon ein Park. Na gut, macht ja nichts. Das freut ja alle. Und hier wird ja auch schon was gebaut jetzt. Da brennt so ein Haus vor sich hin. Das ist die Bürgermeistervilla, ne? Das Bürgermeisterhaus, ja, genau. Was ist hier los? Es ist schwer, in diesem Zug einen freien Platz zu finden. Der Bürgermeister sollte mehr Züge in den Fahrplan aufnehmen. Ja, das können wir ja nicht machen. Oh, hier ist aber auch ordentlich was los. Wir müssen da irgendwo noch eine Oh, hier ist aber... Hi. Halligalli. Und wir haben nur einen Feuerwehrwagen. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Was baut hier? Ja gut, okay. Wo war denn die Feuerwehr? Da. Alter, was baut hier denn? Na gut. Ja. Ja, die... Das ist die große hier, ne? Die können wir erstmal weiter ausbauen hier. Ne, das ist nicht. Nein, das will ich ja nicht wegreißen. So was mache ich doch nicht. Ach, die kann man auch nicht auf die. Aber hier kann man die hinbauen. Zu wenig Simoleons. Was kostet denn so ein Ding? 15? Können wir nicht mit. Jetzt haben wir den einen zurück. Und jetzt. Ja, haben wir genug Einnahmen? Na gut, wir können die Steuern ja ein bisschen höher setzen, ne? Ja, das wird die Leute nicht freuen, aber machen wir einfach mal. Und jetzt können wir... Jetzt verdienen wir wieder genug, ne? Gut, dann können wir nämlich wieder hier so einen aufnehmen. Ja, okay, ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber... Zack. Und daneben auch noch einen. Und daneben auch noch einen. Können wir nämlich auch unser Feuerwehrschild hier oben drauf stellen. Haha. So, jetzt müssen wir eigentlich genug Feuerwehr haben. Achso, er mit seinem Maxis Herrenhaus. Das können wir uns ja lange noch nicht leisten. Das war doch so schweineteuer, oder? 40.000, ja. Das hätten wir uns zwar eben kaufen können, aber... Hätte gegen das Feuer ja auch nicht viel ausgerichtet. Oh, wir haben schon ganz schön viel von diesen großen Dingern hier. Pension. Achso, das. Ja, hier ist noch eine große. Woodland Park. Alles so große Pensionen. Pension Reynolds. Heißt die doch auch, oder? Ja. Ist eine Kette. Was ist. Das ist auch eine. Feinmann. Oh, hier brennt das auch. Oh. Wo brennt denn das überall hier? Das brennt ja in jeder Ecke. Verdammt. Muss bestimmt paar... Ja, niedergebrannte Gebäude. Ei. Dann sollte ich mal ganz schnell. Das ist verlassen. Noch irgendwo was? Oh, wir haben ganz schön viel Trümmer in der Stadt. Geht nicht. Ah, scheiße. Oh, hier brennt's auch. Nein. Das kann doch nicht sein. Brennt an jeder Ecke hier. Müssen wir noch irgendwas abreißen? Ich sehe soweit nichts. Ne. Und hier bauen nur so kleine Misthäuser. Das brauche ich doch nicht. Ne, das bloß nicht abreißen, ne? Das war teuer. Das war ziemlich teuer. Das Gewerbe, das boomt hier ordentlich. Die paar Fabriken hier. Ich hoffe ja mal, dass die
Leute jetzt alle mal rübergehen. Das ist, muss doch möglich sein. Wenn die hier keine Arbeitsplätze finden, da sind ja genug frei. Da hält hier den ganzen Verkehr auf. Mann, 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 Mann. Jetzt kommt wieder noch eine zweite und noch eine dritte und noch eine vierte. Und die hängen alle an derselben Stelle. Ja, super, Leute. Super. Und da brennt ein Haus vor sich hin. Oder steht da? Steht da auch einer? Ja, Nachrichtenhubschrauber war da eben. Super. Hier sind Trümmer. Ach, Mann. Noch zwei Verlassene? So, jetzt dürfte nur noch eins sein. Wo ist das jetzt schon wieder? Oh Mann. Achso, ja, das war auch abgebrannt. Das ist im Bau, ich wollte gerade sagen, das sah auch so abgebrannt aus. Oh, die Mülldeponie. Die füllt sich langsam. Was sagt ihr so? 33 von 210. Na gut. Das ist ja alles noch super. Können wir nicht. Feuerwehr ist immer noch am Limit oder was? Wir haben mittlerweile so viel. Ja, weil die auf alle auf einen Fleck stehen. Ihr seid auch so dämlich, ey. Vier niedergebrannte. Oh, das kann ich annehmen. Sind da schon wieder welche abgefackelt jetzt? Nee. Nur weil die sich nicht gegenseitig überholen können. Und sich gegenseitig blockieren, ey. Das kann nicht wahr sein. Ich habe hier vier Feuerwehrwagen wegen einem blöden. Wie einer blöden Blechhütte da. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Na, was möchte er denn? Wir könnten zur Touristenstadt werden, Bürgermeister. Was meinen Sie? Wir brauchen ein paar Touristenattraktionen. Ja. Obwohl ich das eher in einer anderen Stadt vorhatte. Ich wollte eigentlich auch nicht unbedingt ein Casino hier hinbauen. Kann man nicht irgendwie was anderes machen? Das ist ja Glücksspiel, muss ja nicht unbedingt in unserer Stadt sein. Aber hier so eine. Was ist das? Messegelände. Oh, Messegelände, kommt doch immer gut. Profistadion. Alte Trion. Ach, das sind die ganzen Warnzeichen. Wahrzeichen. Holländische Windmühle. Was gibt's denn noch so? Der schiefe Turm von Pisa. Opernhaus Oslo. Runde Turin. Freiheitsstatue. Basiliuskathedrale. Rathaus von Stockholm. Achso, hier das, die Oper von Sydney, genau. Tokyo Tower. Semik. Kolewski. Ja, meinetwegen. Washington Monument. Und? Willis Tower. Ach, der steht an Chicago, ne? Ja, genau. Chicago. Das höchste Gebäude der Vereinigten Staaten. Stimmt. Ja, seitdem das World Trade Center nicht mehr da steht. Der hat ja vorher auch immer den Rekord gehalten. Bis dann das World Trade Center kam und den dann übertroffen hat. So war mir. Den gibt es, glaube ich, schon ziemlich lange. Den Tower. So, da kommt. Ach, guck mal, jetzt kommt doch hier so. Genau, die Dinger wollte ich doch hier in der Straße haben. Das ist ja schon eine schöne Pension hier. Ich will immer Pension. Pension. Ja, schwieriges Wort. Sehr schwieriges Wort. Was ist das? Kino? Oh ja. Ein preiswertes Kino ist das. Ja. Wer es glaubt, wird selig, ne? Oder wie hieß das?